kleine Engel, eine Krippe und jede Menge Hirten. Zusammen ergibt das Bachs Weihnachtsoratorium in einer besonderen Fassung. Jede Aufführung in der Stadtkirche Bad Cannstatt bringt ein neues Drehbuch mit sich. Das Thema in diesem Jahr? Christkind. Doch bevor die Probe losgeht, heißt es erstmal ankommen und Kostüme anlegen. Jörg Hannes Hahn hat das Projekt ins Leben gerufen und freut sich jedes Mal auf das Konzert. Dieses Projekt ist in mehrfacher Weise besonders, weil Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Stuttgarter Stadtteilen kooperieren. Wir haben dabei Kinder, die tanzen, die singen, die spielen. Aber die Kinder sind Kinder mit Behinderung und ohne Behinderung, die am Schluss auf der Bühne ganz selbstverständlich miteinander kooperieren. Weiter, weiter. Dieses Jahr findet das Projekt bereits zum 5. Mal statt. Kinder mit klassischer Musik zusammenzuführen und ihnen etwas mit auf den Weg geben. Das motiviert. Die Kinder sollen wirklich etwas für das Leben lernen, und zwar die Wertschätzung miteinander. Dass Kinder mit einer Behinderung, einer körperlichen oder mit einer geistigen Behinderung, ganz genauso Freude empfinden, emotional sind, dass man mit denen interagieren kann. Und auf der Bühne verschmilzt nachher dieser Unterschied. Das ist ein großes Ganzes. Ich glaube, das ist gelebte Inklusion. Die Probe für das Krippenspiel geht in die letzte Phase. Unterstützung erhalten die Kinder nächste Woche dann von Erwachsenen im Bachchor, einem Orchester und in Form von Solisten. Die Erwachsenen können von den Kindern, glaube ich, auch bei der Aufführung sehr viel lernen, bei den Proben schon. Die Kinder sind spontan, die Freude, der Glanz in den Augen, das können Erwachsene nicht immer so spüren oder widerspüren. Das haben sie als Kinder auch erlebt. Und sich dem hingeben, dass die Kinder ganz, ganz dabei sind und hier und jetzt vergessen, das ist, glaube ich, eine ganz spezifische Sache. Die Probe ist geschafft. Ernst wird es dann kurz vor Weihnachten bei der Aufführung in einer prall gefüllten Stadtkirche.